Ja, unsere Forschung in 10 Sekunden. Wir forschen das Zusammenspiel von Medien, Politik und Gesellschaft und versuchen... Schwer. Das ist ja vollkommen in a nutshell. Politische Kommunikation hat sich verändert in den letzten Jahren. Es gibt neue Akteure, die eine Rolle spielen jetzt. Social-Media-Plattformen zum Beispiel. Der Journalismus hat sich verändert und wir untersuchen, ob diese Veränderungen positive oder negative Wirkungen auf die Gesellschaft haben. Wir untersuchen die Qualität von politischen Diskursen und die negativen Aspekte davon, wie zum Beispiel Desinformation, Fake News, Hate Speech, Toxic Talk. Politische Akteure können durch ihre Kommunikation und ihre Rhetorik sehr großen Einfluss nehmen auf die Bürgerinnen und deren Einstellungen und Meinungen. Und es ist sehr wichtig, darüber aufzuklären. Kommunikation ist zentral in unserer Gesellschaft. Medien sind überall, wo wir auch hinschauen, Medien sind da. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, wie Medien und wie Kommunikation wirkt in Demokratien und auch dafür zu sorgen, dass diese transparent und fair sind für jeden, der in einem Land lebt. Selbst den Trend sozusagen folgen, ein bisschen schauen, was ist gerade los, was gibt es vielleicht für neue Entwicklungen, was gibt es für neue Technologien. Aber ich denke auch, wir haben viele Untersuchungsgegenstände, die ja auch permanent bleiben und permanent Dinge verändern. Also durch die Digitalisierung angestoßen, sowas wie Fake News, Desinformation, das ist jetzt da und wird auch erstmal bleiben. Ich bin persönlich sehr an meinem Thema interessiert. Ich glaube, das hilft auf jeden Fall. Mich motiviert sehr, dass alle Themen, mit denen wir uns befassen, einen unmittelbaren Bezug zu uns selbst haben. Also man kann sich mit Themen befassen, die man selber spannend findet, die man selber relevant findet. Und es macht einfach sehr viel Spaß. Rückschläge gibt es natürlich wie in jedem Lebensbereich und jedem Beruf. Und was mir persönlich sehr geholfen hat, ist diese Kritik zu reframen. Und ich denke, in der Forschung vor allem ist natürlich Kritik oder Feedback essentiell. Und dadurch wächst auch die Forschung. Und trotzdem ist es oft einfach frustrierend. Und ich glaube, dann muss man sich vielleicht einfach auch mal Zeit nehmen, um 2 Tage traurig zu sein. Und nicht jede Kritik ist gerechtfertigt, muss man das natürlich stimmt. auch sagen. Es gibt auch... Und doofe Reviewer. Ja, und positives Feedback immer irgendwo speichern. Also ich habe so einen Ordner, der ist jetzt noch nicht so super voll, aber ja, wo man sich das irgendwie auch so mal vormerkt, wenn auch mal was positiv gelaufen ist. Ich würde sagen, generell sind wir sehr kommunikativ. Ja, viele Memes im Slack-Channel und ja, ich glaube, es ist echt ein... Ja, die Sache auch ein bisschen mit Humor sehen. Ein Punkt, den ich sehr an dem Team schätze, ist, dass wir auch außerhalb des Büros befreundet sind. Also dass wir auch wirklich, dass sich Freundschaften aus der Arbeit ergeben haben und dass wir uns ja auch außerhalb des Büros unterstützen und sehen. Stichwort Team Science. Ich denke, dass man zusammen besser arbeiten kann als alleine. Wir arbeiten viel zusammen in gemeinsamen Studien. Wir versuchen auch Wissen zu teilen und ich denke, dass wir so erfolgreicher sind.